Herzlich willkommen, meine lieben Damen und Herren, wieder zu einem spannenden Klassik-Treffpunkt heute hier bei Naxos. Ausnahmsweise zeichnen wir das heute mal auf, aber ich habe wieder ganz zwei spannende Künstlerinnen diesmal zu Gast, die gerade auf dem Label Orfeo ihre neueste CD präsentiert haben. Ich begrüße ganz herzlich, und Sie sehen sie schon, Sie sitzen da schon in trauter Zweisamkeit, Selina Ott und Maria Raduto. Herzlich willkommen bei uns. Ja, es geht ganz aktuell um, kann ich das so da reinhalten? Ja, um, man sieht das vielleicht hier, es geht um Konzerte für Klavier und Trompete und Orchester, also ein wirklich eher seltenes Repertoire, was man da findet, was mich zum Coverfoto da noch interessiert. Ihr macht da so einen Balanceakt. Ihr steht da irgendwie auf den Stühlen da oder auf der Lehne der Stühlen. Ist keiner runtergefallen? Die ganze Aufnahme war ein Balanceakt, weil es war mitten im zweiten Lockdown und das Foto musste auch entstehen mit 2 Meter Abstand. Okay. Das heißt, es waren große Herausforderungen in der Zeit, in der wir es aufgenommen haben. Das stimmt. Und die CD haben wir auch, glaube ich, ganz kurzfristig eigentlich erfahren, 3 Wochen vorher, dass wir das aufnehmen, weil das kommt dann zum Balanceakt noch dazu. 3 Wochen vorher, das heißt, ihr musstet da richtig jetzt dann Tag und Nacht üben oder habt ihr das irgendwie schon intus gehabt? Das ist ja nicht so ein alltägliches Programm, ne? Zum Glück Tag und Nacht üben, weil es war eh Lockdown und für die Musiker war das sowieso jedes Mal eine wirklich schwierige Zeit, weil man nicht weiß, wie es weitergeht. Und so waren wir sehr beschäftigt. Ich darf euch beide noch ein bisschen näher vorstellen. Selina Ott kennen vielleicht einige schon bei Naxos, die hat schon ein paar CDs bei Orfeo gemacht, die Trompeterin, die mit, glaube ich, 18 Jahren, ich kriege das richtig zusammen, die erste ARD-Klassik-Preisträgerin war, also vom ARD-Wettbewerb war, ja. Und seitdem geht ja ihre Karriere eigentlich zum Glück auch ziemlich, ziemlich steil voran. Und Maria Raduto, die schon ein bisschen länger im Geschäft ist und was ich aber bei ihr immer ganz spannend finde, sie versucht so die Klassik ein bisschen zu entstauben und macht so ein paar ausgefallenere Projekte mit ein bisschen, ja, Crossover wäre jetzt zu billig gesagt, aber eine Horizonterweiterung in dem Ganzen. Du hast ja auch schon viele oder einige dieser CDs gemacht. Ist dann eigentlich so ein Programm fast schon konventionell für euch, oder? Nein, überhaupt nicht, weil die Musik ist so lebendig und dieser Kontrast zwischen extrem energiegeladen und voller Witz und Humor und Satire auch bei Schostakowitsch, gepaart mit diesem unglaublich schönen, tiefgehenden, langsamen Satz, das ist genau, diese Kontraste sind genau das, was ich in meinen sonstigen Programmen auch suche. Und die Trompete ist sowieso nicht gewöhnlich. Also, wie ist es für dich? Ja, also mir liegt das Repertoire vom 20. Jahrhundert sowieso am Herzen. Ich habe das ja im Debütalbum auch schon ein paar Werke davon aufgenommen. Also es ist jetzt bei mir so ein bisschen eine Weiterführung. Und mir ist es auch wichtig, dass die Werke jetzt ein bisschen mehr zum Vorschein kommen, weil eben beim täglichen Konzert, also in Konzerten nicht so oft aufgeführt werden. Und dadurch bekommen sie einfach ein bisschen mehr Aufmerksamkeit wieder, weil da gibt es auch ganz viele verborgene Diamanten und so kann man den eben auch entstauben eigentlich wieder. Und wir spielen es auch live am 8. Mai genau. Im Schloss Esterhazy in Eisenstadt. Ah, wirklich? Toll. Ja. Ich finde es immer schön, wenn eine CD-Aufnahme dann quasi weitergeht in die Konzerte hinein und Konzerte passieren. Das ist toll, ja. Wie lustig dieses Konzert von Schostakowitsch wirklich ist, das können wir Ihnen jetzt an ein paar kleinen Beispielen dann zeigen. Das Konzert ist von 1933, also in einer sehr glücklichen Zeit des Dmitri Schostakowitsch. Ein Jahr davor hatte er geheiratet, er fühlte sich frei, er war als Komponist anerkannt. Und ich stelle mir das so vor, wenn ich jetzt beim Sacher war und gerade mein Schnitzel gegessen habe und jetzt gehe ich in den Musikverein, um mir irgend so ein Konzert eben anzuhören und sitze da drin und dann steht Klavierkonzert Nummer 1 und dann höre ich genau diesen Anfang. Also das erste Beispiel bitte. Thank you.
Ja, also die Musik trägt mich da ja so irgendwie weg. Also ich kann mir jetzt vorstellen im ersten Moment, ach, das ist ja ganz nett, ne? Das ist ein schönes kleines Klavierkonzert, ja. Wenn ich das Stück, wie gesagt, vorausgesetzt jetzt gar nicht kenne in dieser Hinsicht, ja. Aber irgendwann wird auch der normale Konzertbesucher aus seinem Sitz aufgeschreckt und dann geht es in einem Riesengalopp quasi dahin zwischen Klavier und Trompete. Und ich finde das immer wunderbar, wie sich die Trompete so aus dem Nichts plötzlich da hineinschleicht. Zweites Beispiel, bitte. Weiß mit der Ruhe, oder? Maria, ich glaube, das ist von der CD, glaube ich, dein schwierigster Part, oder? Dieses Schostakowitsch-Konzert? Ja, bestimmt. Es ist auch der Part, mit dem Klavier, eben das Klavierkonzert. Und wir hatten schon ein paar Stellen drinnen, da waren die Nächte zwischen den Tagen auch ganz gut, dass sie zum Arbeiten da waren. Wenn ich das vorausschicken darf, ich glaube, dass das, was wir später dann besprechen, das Jolivet, ist ein bisschen mehr Trompetenkonzert und weniger Klavier und der Schostakowitsch mehr Klavierkonzert und ein bisschen weniger Trompete. Ne? Aber trotzdem, Selina, du musst immer genau am Punkt sein. Ne? Ja, genau. Also man spielt nicht so viel, aber die Einsätze sind dann doch ein bisschen heikel. Also da muss man immer ganz konzentriert sein. Und wenn man mal rausgehört, dann ist es wirklich schön, den Instrument zu haben. Aber ich finde es einfach irre, weil ich müsste eigentlich als Musiker die ganze Zeit nur lachen bei dem Konzert. Das geht jetzt natürlich auf der Trompete schwer, wenn du spielen musst. Im Klavier kann man, Maria, hast du da ein bisschen vor dich hingeschmunzelt immer wieder? Das ist ja sowas von spritzig und humorvoll. Ich habe einen wahnsinnigen Spaß gehabt dabei und auch beim Anhören. Also ich fahre gern mit dem Rennrad und es war bereits davor, war schon in meiner Liste an Musik, mit der ich dann eben meine Tour mache. Und da ist man ein bisschen schneller, ungefähr 2 km/h gibt es dann mit so einer energiegeladenen Musik. Und es ist herrlich, weil man kann dann so beim vierten und beim ersten Satz richtig mittanzen beim Spielen. Und dann kommt eben dieser langsame Satz, der ganz anders, so ganz tief und den ich ganz besonders mag und mir am Herzen liegt. Ja, absolut ist der zweite Satz hier eben dieses Lento. Ich musste kurz nachschauen. Lento ist die Überschreibung. Das ist Schostakowitsch Chilling oder wie sagt man heute? Chill with Schostakowitsch oder? Also. Genau. Also an alle Jogger kann man sagen, bitte ladet euch den ersten und vierten Satz auf die Playlist. Dann geht's dahin und zur Entspannung am Kamin zu Hause mit dem armenischen Whisky. Also dann bitte den zweiten Satz. Ein unglaublich schönes, traumvolles und tiefgründiges Werk, was er uns da wieder präsentiert. Eben das totale Gegenteil. Bitte hören wir mal hinein in den ersten Teil, wo das Klavier träumen darf.
Ja, also ich bin versucht, mir eine Zigarre anzuzünden und quasi ein Whisky zu nehmen. Und das Gleiche wieder, es kommt eigentlich ein dramatischer Teil. Also ich weiß, dass das kommt, aber ich war so in dieser Traumsequenz drinnen, dass ich den jetzt mal weggelassen habe. Denn die Leute sollen bitte auch die CD kaufen und dann selber ganz hören. Ja, hören wir uns mal an, was die Trompete jetzt dann zu sagen hat in diesem wunderbaren Lento vom Schostakowitsch Konzert für Klavier und Trompete. Ja, Chilling Shostakovich. Toll, wie man so leise Trompete spielen kann, Selina. Als Laie würde ich mal fragen, ist das nicht eine unglaubliche Anspannung auf den Lippen, wenn man so ein Piano da ständig vor sich hin phrasieren muss? Nein, das ist nicht unbedingt. Die Stelle ist sogar mit Dämpfer auf. Also, aber da ändert sich die Lautstärke ein bisschen, aber hauptsächlich eigentlich die Klangfarbe, eben, weil es ist dieser dumpfere und dunklere Ton auch. Es ist jetzt nicht anspannend auf den Lippen, sondern man muss ganz, ganz genau den Ton und die Luft führen, damit das auch alles ganz klar klingt und eben nicht irgendwie was wackelt oder ein Ton wegbricht. Das ist eben die Gefahr. Aber eben das Risiko macht irgendwie die Magie in der Musik aus. Man soll ja nicht immer auf Sicherheit spielen. Ich hoffe, das ist mal ein bisschen gelungen. Genau. Nein, auch von dir, Maria, sehr wunderbar, wunderbar musiziert, sehr feinfühlig, hat fast was von Chopin-Klavierkonzert, ne? Also, zweites Chopin, zweiter Satz, so ein bisschen dieses Dahinplätschern und Dahintrellern. Ich finde es faszinierend, wie viel Tiefgang in wenig Tönen drinnen ist, und es war so, das Orchester hat uns getragen, also diese ganze Streicheklang, das ist eine Freude, sich einfach draufzusetzen und darin zu baden und irgendwie das Emotionalste aus sich herauszubringen. Ja, verbunden dann eben noch mit den ganzen Zeitumständen, Corona, keiner wusste, wie es weitergeht und so weiter, ist es natürlich, sage ich mal, nochmal ein Ticken mehr Persönlichkeit auch noch und persönliche Schicksale, die da drin stecken, wenn man dann zum Glück musizieren darf. Das muss man ja auch sehen. Es gab ja auch viele Kollegen von euch, die zu Corona-Zeiten gar nicht musizieren konnten. Ja. Mhm. Also ich erinnere, am Sonntag, bei der letzten Aufnahme, wurde ein Musiker aus dem Orchester, das war sein letzter Dienst, und der Und er hat eine Rede gehalten und es war wahnsinnig schön, weil er gesagt hat, eben für solche Momente wie die Aufnahme von diesem zweiten Satz zahlt sich das Leben als Musiker aus, und das sind eben diese Juwelen, die einen weitertragen und die man so zu schätzen weiß. Ja, aber Schostakowitsch wäre nicht Schostakowitsch, wenn uns nicht wieder sein Kasperl zeigt. Ne? Es gibt dann immerhin auch noch einen vierten Satz. Ja, da fand ich immer eines der schönsten. Ich meine, ich muss dazu sagen, wollte ich kurz anmerken, ich durfte das schon mal vor, glaube ich, 20 Jahren mit Reinhold Friedrich und Thomas Duis aufnehmen in Berlin, das Konzert. Und habe es damals schon so lieben und schätzen gelernt, absolut. Und dann kommt eine Stelle im vierten Satz, wo alle lustig drauf sind und die Trompete haut voll die Bremse rein.
Vielleicht hören wir uns das mal an. Ja. Ich muss wirklich immer voll lachen bei dieser Stelle, weil sie so, alle sind munter und super drauf und da kommt die Selina und sagt, stopp. Das ist irgendwie... Eine... Bitte? Im Moment darf man nicht verpassen im Konzert. Genau. Also eine wirklich ganz lustige, witzige Stelle, ein unglaublich humorvoller Schostakowitsch, der noch nicht ahnte, was ihm später dann alles passieren sollte. Und im Endeffekt geht das Konzert dann also so in diesem muntersten Galopp. Ihr habt übrigens ein Höllentempo, Wahnsinnstempo, was ihr da drauf habt. Ich habe das mit der anderen Aufnahme verglichen, aber das sage ich jetzt nichts mehr. Also wirklich, wirklich toll. Also hören wir es uns bis zum Schluss an. Ja. Unglaublich, unglaublich. Spätestens jetzt bin ich nach dem Sacher wach, ja. Nach dem Schnitzel, ja. Maria, du hast es das wirklich dann in 3 Wochen alles reingepaukt. Das ist ja unglaublich. Ja. Wo war für dich so die schwierigste oder die geheimnisvolle schwierigste Stelle, wo du gedacht hast, oh Gott, vielleicht schaffe ich das oder schaffe ich das nicht? Genau, das ist das Ende bei der Kassette. Das sind wahnsinnige Sprünge mit der linken Hand, die ich von etlichen Aufnahmen kenne. Das ist nicht immer so. Also es gibt eben, man muss es auf Risiko machen und auf laut und schnell und jetzt kommt das Ende. Aber das war die Stelle, bei der ich mir am Anfang gedacht habe, puh. Ja. Also es ist alles gut gegangen. Wir hatten damals überlegt, eben auch, um das Programm zu vervollständigen, man muss dazu sagen, für liebe Zuhörer und Zuseher, in Corona-Zeiten war es nicht so einfach, jetzt ein großes Orchester auf die Bühne zu stellen. Das war einfach von den Zwangsabständen nicht möglich, die das Orchester da einhalten musste in der Hinsicht. Deswegen war man eher beschränkt auf kammermusikalische Besetzung, mehr Streichorchester und Soloinstrumente. Wir hatten damals zum Glück auch, um das noch hinzuzufügen, eben die beiden lieben Damen, die auch in Wien ansässig waren, denn man konnte auch nicht reisen in der Corona-Zeit. Also wir konnten jetzt nicht irgendwelche Solisten einfliegen lassen von irgendwoher. Selbst die Grenzen zu Deutschland waren in dieser Zeit schwierig passierbar. Und da hatte mich damals völlig überrascht, jetzt kommen wir zum zweiten Konzert, als Selina Ott mir sagte, sie hat das Trompetenkonzert von Mstislav Weinberg drauf. Das ist ja jetzt auch nicht etwas, was man so irgendwie so in der Oberklasse der Trompetenschule lernt, oder? Nein, also es gehört nicht mehr zum Standardrepertoire dazu.
Und so richtig drauf gehabt habe ich es auch nicht. Also ich habe gewusst, dass es das gibt und die Noten daheim gehabt. Und deswegen habe ich es ihnen dann vorgeschlagen. Aber ich habe es auch erst neu erarbeiten müssen. Das war dann auch ein bisschen stressig eben. Aber es ist sicher alles gut ausgegangen, Gott sei Dank. Und ich glaube, es hat sich gelohnt, weil es ist wirklich ein sehr interessantes Konzert. Ist aber was ganz anderes. Passt auch gut zum Schostakowitsch eben dazu, weil Randek war ja Freund und Schüler von Schostakowitsch. Und das hat auch ziemlich viel Witz eigentlich, vor allem in der Kadenz vom Schluss, vom dritten Satz, wo dann alle möglichen Orchesterstellen und Zitate aus bestimmten Werken vorkommen. Genau, ja, das. Da hören wir dann kurz rein. Zur Ergänzung, Schostakowitsch und Weinberg waren sehr eng befreundet, haben miteinander nicht nur Abend gegessen, auch Klavier gespielt und es sich ausgetauscht. Und ich finde gerade jetzt durch dieses Projekt, wenn man sich das Schostakowitsch-Konzert und das Weinberg-Konzert jetzt so mal gegenüber anschaut, kann man wirklich sehen, wie nahezu zu ident fast diese Klangsprache auch ist, die sie sind und die sie da haben. Und gerade eben, weil wir gesprochen haben oder gehört haben, wie verrückt der Schostakowitsch sein konnte, da muss ich sagen, der Weinberg war keinen Deut besser. Erstes Beispiel bitte. Unglaublich, Jahrmarktsmusik, Zirkusmusik, oder? Das ist so, wieder, es galoppiert hier alles so dahin. Also, ihr dürftet oder konntet in Corona-Zeiten ja sehr fröhliche Musik machen. Ne? Aber ich kann mir das nur vorstellen, dass es auch unglaublich schwer auch vom Rhythmus her zu spielen ist als Solist. Ne? Selina. Ja. Zusammenspiel war eine Herausforderung natürlich. Es war das Orchester auch herausfordernd eigentlich. Also die einzelnen Solobläser und auch Streicher eigentlich haben da ziemliche Challenges gehabt, die sie zu bewältigen, also die sie bewältigen mussten. Aber das macht das Stück irgendwie interessant, weil es ist mit sehr großer Besetzung eigentlich, aber dann doch irgendwie sehr solistisch auch von der Orchesterbegleitung. Und es macht das Zusammenspiel halt irgendwie sehr viel Spaß und technisch ist es natürlich schwer und liegt auch nicht ganz so angenehm. Aber das hört man einfach ein bisschen. Es ist einfach ganz verrückte Musik. Also, ja. Absolut. Und ich meine, das Schostakowitsch-Konzert war 33. Weinberg hat das 1967 geschrieben, also über 30 Jahre später eigentlich. Ne? Fernab vom jeglichen sozialistischen Realismus auch, diese Diktatur des sozialistischen Realismus, der dann viele Komponisten im Endeffekt ja auch belangt hat, aber nicht so Weinberg. Und dann kommt wieder Chilling mit Selina, oder wie soll ich sagen, Chilling mit, der zweite Satz ist auch unglaublich schön. Und da kannst du noch leiser Trompete spielen, habe ich festgestellt. Oder der Tonmeister hat es gemacht, das weiß ich nicht, aber hören wir mal rein. Thank you.
Toll, wirklich toll. Es braucht einen unglaublichen Atem, oder? Wenn man diese langen Piano-Phrasen so hinausziehen muss. Trainierst du das irgendwie, Atemtechnik? Ich weiß, du bist Reiterin, oder macht man das denn da? Oder? Ja, es gibt schon so Atemübungen, aber ich mache das persönlich auch irgendwie gar nicht. Also das hat mir nie gut getan. Ich muss mir das auch wirklich gut einteilen beim Üben. Genau, einteilen, wo passt es von der Phrase her, wo passt es nicht. Und meine Bewegung an sich hilft und Sport auch. Wenn man fit ist, fühlt man sich einfach besser. Das ist beim Klavierspielen, glaube ich, genau gleich. Also die körperliche Fitness ist immer gut beim Musizieren. Na wirklich, auch wieder mal ein ganz wunderbarer, schöner Chilling-Satz. Also können wir wieder zu irgendeiner dieser Playlists geben, ja. Weinberg wird noch berühmt werden, sage ich mal, ja. Aber er hörte nicht auf, er ist ja genauso wie Schostakowitsch, er hat noch genauso was im Petto und schickt uns dann diesen Satz mit einigen ganz tollen Zitaten. Wer das von unseren Zuschauern erraten kann, bekommt ein Abendessen, sage ich, mit den beiden Damen. Aber nur, wenn er das auch noch in... das müssen wir noch gern. Ich wollte dazu sagen, es wird schwieriger. Sie müssen jetzt mit Flügel für Flügelhorn in S, müssen Sie es noch transponieren und dann vielleicht. Hören wir mal in diese Fanfaren hinein, den letzten Satz von Weinbergs Trompetenkonzert. Du glaubst nicht, wie oft ich diese Carmen-Stelle, ja, in der Staatsoper gehört habe. Als Sängerknabe haben wir da immer gesungen, die Carmen. Das ist genau vor unserem Auftritt, wie oft die dort verblasen wurde, sage ich jetzt mal höflich. Ja, die Stelle übt man auch im Studium, das stimmt. Bitte? Die Stelle übt man auch im Studium ziemlich oft. Ah ja, okay. Okay. Die kommt so ziemlich bei jedem Probespiel. Ja. Aber das geht ja quasi den ganzen Satz dann noch so durch, ne? Eine Fanfare quasi jagt die nächste und dann ist man aber kaputt, oder? Als Trompeterin. Ja, man ist ein bisschen kurz aus Atem, aber dann erholt man sich wieder. Selina Ott nimmt das ganz sportlich, kurz außer Atem, ja. Wunderbar. Jetzt kommt dann zum Schluss, meine Damen und Herren, auch Maria Raduto wieder ins Spiel auf dieser CD. Es gibt noch ein Konzert für Klavier, Trompete und Orchester von einem gewissen Jolivet, einem Franzosen. Der sticht jetzt hier ein bisschen raus, wir haben sonst lauter Russen und dann kommt der Jolivet hinein. Ich glaube, das war besetzungsbedingt, oder? Ja, aber ich glaube, es passt auch gut dazu, weil es ist dieselbe Zeit eigentlich, wie, also zwischen Schostakowitsch und Weinberg eigentlich, ich glaube 1947. Und das Interessante ist aber, er ist irgendwie eine Zwischenbrücke, aber es ist ein ganz anderer Stil. Also eben, er ist Franzose, er ist dann geografisch schon ganz anders. Aber die Besetzung ist zum Beispiel ganz genau gleich wie das Schostakowitsch-Klavierkonzert. Und eben der Stil ist komplett anders. Und er unterteilt es aber auch, also es ist ein durchkomponiertes Werk, aber wird irgendwie in Sätze unterteilt und ist auch irgendwie vielfältig mit eben einem ganz langsamen Satz. Und am Schluss eben wieder ein bisschen Drama und viel Action. Genau, und hier mal, also bei der Programmüberlegung haben wir geschaut, was passt gut zusammen, was ist ein harmonisches Bild. Und es ist irgendwie ein gutes Bindeglied, finde ich. Es ist auch schön von der Besetzung her, dass in dem einen Konzert das Klavier im Vordergrund, dann haben wir das Trompetenkonzert und zum Schluss ist es, also von allen drei ist es das, wo wir am meisten noch eher ausbalanciert ist und nicht so wie bei den zwei anderen. Also der Weinberg, so ganz russisch ist er nicht.
Ja, er ist ins Exil gegangen und hat dann Schostakowitsch kennengelernt. Und die beiden haben sich gegenseitig, das ist ja das Spannende, man weiß von Schostakowitsch und was er, wo er seine Einflüsse hatte, aber die beiden haben sich gegenseitig beeinflusst, weil Schostakowitsch den ganzen jiddischen Witz und die jiddische Musik hat er von Weinberg übernommen. Und Weinberg wiederum, eben was die Lyrik und die Dramatik betrifft in der Musik. Also es ist alles sehr eng miteinander verbunden. Gibt es eigentlich Klavierkonzerte von Weinberg, frage ich jetzt ganz dumm. Kenne ich nicht, aber es gibt, was eine spannende Parallele sind, die zwei Klavierquintette, einerseits von Weinberg und andererseits von Schostakowitsch. Die sind auch nicht mit so einer großen Zeitspanne entstanden. Man hört beim Weinberg, hört man Zitate aus dem zweiten Trio von Schostakowitsch. Okay. Und natürlich, also so, es ist ähnliche Musik, aber der Weinberg ist kühner. Also Schostakowitsch ist irgendwie runder in seinem, obwohl es verrückt und wahnsinnig ist, aber ich habe das Gefühl, dass der Weinberg irgendwie noch einen Schritt weiter geht und noch ein bisschen mehr. Genau, es ist so brüllt ein bisschen. Ja, er ist absolut, glaube ich, auch in vielen Dingen da expressiver. Also selbst in dieser Passagierin, die wir vor kurzem aufnehmen konnten, merkst du in der Partitur, trotz des enorm furchtbaren Themas und dramatischen Themas einfach, also das ist schon, Stockhausen war ein Schüler dagegen, würde ich teilweise sagen, ja, also da geht er wirklich da völlig ins Extreme, damals schon in diese Richtung oder hat sich getraut, in diese Richtung zu gehen. Aber eigentlich schade, dass es nicht mehr Konzerte gibt für Klavier, Trompete und Orchester. Es ist ja doch ein bisschen eine ausgefallene Besetzung, oder? Ich glaube, es passt auch sehr gut zusammen eigentlich. Ja, passt gut, nämlich schon. Vielleicht entstehen jetzt noch ein paar auf großer CD. Ja. Genau, es gibt genug spannende Komponisten. Ja. Ja. Wunderbar. Nochmal zurück zu Jolly V, auch der verrückte Franzose, sage ich mal. Musik pur Plaisir, Musik aus Freude. Hören wir da mal hinein in den letzten Satz. Das ist wunderbare Musik, Sonntagmorgen, um seine Nachbarn aufzuwecken. Ja. Unser Konzert am 8. Mai ist übrigens eine Matinee. Oh, okay. Ich hoffe, die Leute das Publikum hat gut gefrühstückt davor, ja. Das hebt einen weg, wunderbar, ja. Steht ja eigentlich dieser letzte Satz dem Schostakowitsch-Finale nicht viel im Weg, also nicht viel anders, ne? Ja, von der Dramaturgie schon. Das passt gut zusammen. Ja. So, und das wäre es eigentlich gewesen, aber dann... Wo ich mir dachte, jetzt sind wir fertig. Nein, dann gibt es so irgendwas, dann sehe ich auf dem Bandpass des Masters, da ist ein Rachmaninoff, sage ich, den haben wir gar nicht bestellt, den Rachmaninoff. Und ich kann nur vermuten, dass Selina Ott und Maria Raduto uns da irgendwie einen trostvollen oder schönen Abschluss noch mitgeben wollten. Wie kam es denn, dass sich dieser Rachmaninoff-Track da drauf verirrt hat? Also
Ich habe mit Schostakowitsch vorhin schon ein paar Mal im Konzert gespielt und da ist immer die Frage nach einer Zugabe gemeinsam mit den Pianisten. Und es gibt natürlich super viele Werke für Klavier und Trompete, aber also ich habe dann den Rachmaninoff irgendwie gefunden auf Anregung von ein paar Leuten und den ein paar Mal auch aufgeführt und es ist einfach ein sehr, sehr magisches Werk. Also es ist eigentlich für Gesang und Klavier und funktioniert aber auf der Trompete eigentlich ganz gut. Und ich habe das eben der Maria vorgeschlagen und sie hat sich das dann angehört und war mich dann auch gleich ganz begeistert. Und wir haben dann gesagt, naja, es wäre eigentlich ganz nett, weil es passt zum anderen Programm sehr gut dazu. Nochmal, ich glaube, es ist auch Russe, die Zeit passt genau. Und es ist eben nach dem ganzen, also diesen ganzen dramatischen Stücken, ist es eben ein persönliches Stück. Und ein Hidden Track ist ja auch was ganz Nettes auf einer CD und ich wollte das einmal machen. Genau, dann haben wir gesagt, wenn wir noch genug Energie haben, nach den 3,5 Aufnahmetagen waren es, glaube ich, dann machen wir das noch gut. Wir haben noch eine Knie übrig gehabt und dann ist der nochmal noch entstanden. Das war sehr schön, weil der Moment, das war dann am Sonntagnachmittag und das Orchester war dann weg und plötzlich nach diesen sehr intensiven Aufnahmetagen waren wir zu zweit in den Saalen, alle Sessel waren leer und haben eben diesen Rachmaninoff eingespielt. Ein bisschen mit der Angst, dass die Klavierstimmung jetzt langsam brechen wird. Aber es war ja, ein schöner Abschluss auch für uns, einmal runterzukommen und den eben als Aufgabe zu machen. Ja, dafür danke ich euch wirklich sehr. Also auch ich bin sehr runtergekommen bei diesem Track. Wir spielen ihn bewusst nicht ganz, denn die Leute sollen ja bitte die CD kaufen, ja. Aber wir hören da mal hinein in dieses wunderschöne Stück von Rachmaninoff mit Klavier und Trompete. Eine Traumvariation für Chilling Classics, wie immer auch. Ja. Da passt der Whisky auch ganz gut, oder? Bitte? Da passt die Zigarre mit dem Whisky auch ganz gut dazu. Ja, ich bin schon betrunken vor lauter Whisky. Also, ich habe wirklich gelernt, es heißt nicht Trompete spielen, sondern mit der Trompete singen an diesem Ding. Also, das muss ich großes Kompliment machen, das kannst du wirklich unglaublich toll, unglaublich toll. Vielleicht machen wir mal so eine Selina Ott Chilling Lounge Ding. Ne? Ja, mit viel Whisky, ja. Ich danke ganz herzlich diesen beiden Damen. Die CD ist ab sofort überall verfügbar, wo es noch Händler gibt, muss man leider sagen, beziehungsweise im Internet abrufbar, auch digital abrufbar bei Naxos. Und ich repetiere nochmal, ihr spielt das ganze Programm jetzt nochmal in Esterhazy oder in der Schostakowitsch? Schostakowitsch. Mhm. Dann halte ich euch... Ah, stimmt, der Rachmaninoff könnte... Je nachdem, wie das Publikum das möchte. Wenn wir runterkommen, dann, ja. Wenn die Leute jetzt alle zugesehen haben, wollen die das Rachmaninoff. Die kommen nur wegen... Ich bedanke mich ganz, ganz herzlich fürs Plaudern. Hoffe, dass wir euch beide noch öfter wo erleben können, vielleicht auch wieder mit einer neuen CD. Und ich bedanke mich für die Technik, an die Technik, nicht für die Technik, an die Technik, an Sascha Braunreuter, an die Marike Hasler von Naxos Marketing.
Wir hoffen, wir haben Ihnen ein bisschen Lust auf diese neue CD gemacht und diese beiden Künstlerinnen und wünschen Ihnen noch einen schönen Abend. Vielen Dank. Danke.